Wir kriegen heute Besuch von einem waschechten Italiener, einem richtigen Siciliano Mafioso. Und deswegen. Und deswegen erstmal in den schwedischen Laden. Beste. Ja, warum sind wir eigentlich nach Ikea gekommen? Keine Ahnung. Morgen ein wichtiger Spieltag, dafür müssen wir uns heute vorbereiten. Schritt Nummer 1. Jetzt stehen wir hier an der Kreuzung. Oh. Wer bricht denn hier ein? Cisayo! Junge, Junge, Junge! Jetzt sind wir in der frischen Theke. Ich lasse das die Herrschaften und Mädels hier machen. Ich bin nur der Wagenfahrer, ich habe keine Ahnung. Die planen erstmal fette Liste hier, was wir alles brauchen. Ich habe wirklich Angst, dass das hier ausartet. Die machen eine Liste für wen oder was auch immer, keine Ahnung. Ich wäre einfach dafür, dass wir uns einfach so ein Ding holen. Wer kennt diese Burger? Ich habe mich immer gefragt, in den Supermärkten vorbeigelaufen und gefragt, wer geht an diese Regale? Das sind genau diese zwei Kollegen. Diese Gläser habe ich noch nie in meinem Leben angefasst. Ganz kurzer Zwischenstand. Wir sind schon eine Stunde im Supermarkt und immer noch keine Kasse in Sicht. Nach 2 Stunden haben wir es wirklich geschafft. Erstmal ein kleiner Snack. Ich glaube, ich bin satt. Ich brauche gar nichts mehr. Wär weg, ne? Das ist also das, was nach 2 Stunden Supermarkt noch mitgekommen ist. Ich bin so gespannt, was daraus gemacht wird. Kannst du so einen kleinen Appetizer geben für die Zuschauer? Wirklich nicht für mich. Okay, also wir machen zuerst. Danach haben wir ein bisschen und Karin packt noch einen leckeren. Das war's. Seht ihr auch diese Premiere? Boris sitzt nicht nur rum, er hilft mit. Bei Vito ist das anders wie bei dir. Der hat mir direkt hier gegeben, Aufgabe. Alter, wir haben geschnitten und geschnibbelt. Jetzt sagt der Vito, so, gleich geht die Arbeit richtig los. Langsam geht's heiß her. Hier wird gebraten, da wird geschnibbelt und hier wird... Karin, was machst du denn da? Tomatenpüree! Ich zeig euch jetzt einen Trick. Hoppa! Hoppa! Da dreht sich nichts, aber sieht cool aus! So muss sein! Siehst du? Nach vorne zurück, nach vorne zurück. Ja, das mein... Ich wollte dich testen, ob du meinen Fehler siehst. Ja. Boah! Ich glaube, Tag gewesen, Nacht gekommen und wieder Tag. Ey, die sind immer noch hier. Wann ist dieses Essen fertig? Gleich ist Anstoß, Mann. Ja, okay, das sieht ja schon mal nach was aus, aber wo sind die Nudels? Müssen wir noch kneten. Natürlich gibt es nicht nur einen Vorgang, sondern auch einen Hauptgang. Nee, wie heißt das? Mamma mia. Vor 6,5 Stunden sind wir aus dem Haus gegangen und jetzt... Ich kann es kaum glauben. Wir sitzen am Esstisch. Vito. Nach 6 Stunden. Was wurde hier vorbereitet? Vorspeise bitte. Also Vorspeise haben wir einmal Parmaschinken mit Rucola und Parmesan. Boah. Dann haben wir selbstgemachte Bruschetta. Boah. Selbstgemachte Thunfischcreme. Ja. Als Hauptgang haben wir einmal Tagliatelle mit Trüffelcreme und Warte mal. Da guckt euch das mal bitte an, wie das aussieht. Das anders. Ich glaube morgen 3 Tore. Boah. Ich will keine Show machen, aber es ist so lecker. Boah, ich esse so langsam, dann habe ich mehr vom Gericht. Ich kann kaum mehr atmen. Karin? Vito? Hey, Moment mal, wo sind... Karin! Vito, wo seid ihr? Ey, was macht ihr hier? Vito, was soll das? Hä? Ein Spiel dauert 90 Minuten. Wir bereiten uns jetzt auf die zweite Halbzeit vor. Boah, Junge. Das Beste an diesem Gericht hier ist dieser... geriebene Käse. Ich weiß nicht, wer ihn gerieben hat, aber der hat den richtig gut gerieben, oder? Unnormal. Ich frage mich wirklich, ob wir wirklich pünktlich zum Anschluss kommen. Sei mal bitte ehrlich. Aber guck mal, Uhrzeit. Oha, was? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und kommentiert, wie viele Tore wir morgen schießen werden. Let's go!